Hier sind wir noch auf der Sojabohnenversuchsfläche. Sie wurde inzwischen auch schon zweimal gehackt. Besonderheit ist hier, dass es zweifach Nullsorten gibt, die eher in wärmeren Gebieten angebaut werden. Da war letztes Jahr vor allem die Sorte Lenka positiv auffallend von Ertrag und Rohproteingehalt. Die Dreifach-Nullsorten sind ja eher für die Lagen rund um Biberach geeignet und sind ca. 8 Tage früher reif als die Zweifach-Nullsorten. Dafür ist der Ertrag etwas niedriger als bei den Zweifach-Nullsorten. Und was es bei den Dreifach-Nullsorten noch Besonderes gibt, das wäre die Sorte Tofina. Sie ist für die Tofu-Herstellung besonders geeignet und wurde durch den Tofu-Hersteller Taifun in Zusammenarbeit mit der Uni Hohenheim entwickelt. Ansonsten war der Aufgang dieses Jahr insgesamt eher nicht ganz so positiv. Und wirkliche Unterschiede zwischen den Sorten muss man jetzt erst noch in den nächsten Wochen wirklich untersuchen.